Willkommen zurück zu Resident Evil The Village. Da sind wir nun, werte Freunde. Und ja, ich hätte einfach mal rumprobieren sollen an dem Klavier. Natürlich haben die jetzt nicht vorausgesetzt, dass man hier die Noten perfekt lesen kann, sondern es ist eigentlich einfacher, indem ich hätte einfach nur eine Taste drücken sollen. Dann passiert nämlich Folgendes. Man sieht dann da oben, warum auch immer, den Tastenanschlag. Ich hatte im letzten Part mit meiner Theorie recht, weil so sind ja öfters diese Klavierrätsel, wenn man Noten ablesen muss, dass es immer halt so eine halbe Note hochgeht, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel das sehen, das ist auf dem Strich, das nächste ist dann in den Reihen, das nächste ist dann wieder auf dem Strich und so weiter. Nur waren das halt viel, viel mehr Tasten, deswegen ging das nicht auf. Ich konnte ja nicht wissen, dass da unten, ne? Aber das hat sich ja nun alles geklärt. Es ist also viel, viel einfacher, als man erst gedacht hat. So, und jetzt können wir das auch ernsthaft mal probieren. Wenn wir jetzt diese Taste drücken, was natürlich ein Treffer ist. So, jetzt sind wir auf der Linie. Dings, Linie. Jetzt gehen wir zwei hoch. Eins runter. Eins, zwei, drei rüber. Eins runter. Jetzt habe ich das natürlich so langsam gespielt, dass ich die schöne Melodie wahrscheinlich gar nicht erkannt habe, aber Schicksal. Ah. Ohoho, der schmiedeeiserne Schlüssel. Den nehme ich gerne an mich. So, und jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich die Retourkutsche, weil jeder hat mein wunderschönes Klavierspiel gehört. Aber kein Problem. Oben sind die Fenster schon offen. Das Vampirmädel darf ruhig kommen. Oder Fliegenmädel. Wie auch immer. Sind ja nicht wirklich Vampire, ne? Ist nur angelehnt. Man tötet sie auch nicht mit Tageslicht. Man tötet sie mit kalter Luft. Ist ein Unterschied. So. Okay. Blau übrigens. Alles schön blau, wie wir es schätzen. Und lieben. Die Frage ist, wo passt der Schlüssel rein? Ja, wahrscheinlich oben. Wir gehen wieder hoch. Und ich werde nicht unten durchgehen. Ich gehe gleich wieder die Treppe hoch. Weil da sind die Fenster offen. Sollst du ruhig da kommen. Wenn sie kommt, aber bitte nicht die Lady. Bitte keine Lady. Okay, ich probiere einfach mal, ob der Schlüssel hier passt, wenn wir schon mal da sind. Ich denke schon, weil das Symbol sieht... Ja, es muss passen, denn... Es ist, obwohl... Ach, wisst ihr was? Wir finden es raus. Nein, wir finden es... Wir finden gar nichts raus. Nein. Nein. Oh, shit. Boah, die kommt aber auch immer im... den ungünstigsten Moment. Ist aber nicht so schlimm. Wir können auch unten durch. Ist nicht so schlimm. Ich muss nur die Tür finden. Ich habe ja schon aufgemacht, das letzte Mal. So. Jetzt tricksen wir einfach, jetzt gehen wir mal schnell hoch. Wobei, ist das sinnvoll zu rennen? Weil das hört sie ja, ne? Rein theoretisch. Okay, hör auf zu rennen. Was ist denn, warum... Hat sie... Wieso... Shit. Ich bin hier überhaupt nicht safe, ne? Ich bin falsch gelatscht, ich Vollidiot. Ich bin falsch gelatscht, ich lauf hier in die Arme. Da wollte ich doch nur gucken. Scheiße, scheiße, scheiße. Ob dieser Schlüssel passt. Bitte, bitte, bitte. Mach hinne! Ist ja schön, dass er passt. Mach auf, mach auf, mach auf! Mach doch auf! Nein, nein, nein! Nicht jetzt! Irgendwann kommen sie alle! Nicht jetzt, nicht hier! Ich wollte dich doch... Oh, sie versperrt den Weg. Ah, ich liebe mein Timing. Okay. Ach, Mann. Ich würde ja jetzt mit ihr zum Konzertsaal gehen, weil da die Fenster offen sind. Aber da ist jetzt die Lady. Und anscheinend blockiert sie mit ihren Fliegen die Tür. Das heißt, ich muss die jetzt machen. Eventuell. Und vielleicht ist es vom Spiel so gewollt, dass die Lady auch mit dabei ist, dass sie sieht, wie ich ihre Tochter töte. Vor ihren Augen. Aber keine großen Reden springen, sondern eher erstmal dahin rennen. Okay, also, ich renne jetzt also zur Tür mit. Und ich hoffe, sie kommt mit. Nein, sie hat mich eingesperrt. Moment, da muss ich hier irgendwie für Luft sorgen. Shit, kann ich das... Es bricht nicht. Es bricht nicht. Aber der Ansatz war anscheinend richtig. Ethan hat's zumindest kommentiert.
Vielleicht mit einer fetteren Wumme. Da lag Flintenmuni, vielleicht nicht umsonst. Wechsel mal die Wumme. Du bist wirklich zum Anbeißen, Süßer. Meine schöne Muni, vielleicht muss es anders gehen. Aber ich sehe nichts. Was ist denn hier los? Oh Gott, was soll ich machen? Böser Junge. Noch mehr schießen? Du kannst nirgendwo hin. Ich muss für Luft sorgen. Ich muss das irgendwie aufschießen. Komm schon. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss irgendwas anderes machen. Boah, aber nicht mit dir. Armer Trottel, weißt du nicht wohin? Ja. In der Tat. Ich sehe irgendwo was, was mir. Pistolenmuni. Ja, ich werde hier jetzt sterben, Leute, wenn ich nicht gleich einen Ansatz finde. Oder muss ich noch mehr drauf schießen? Aber wenn nicht, dann ärgere ich mich nur um den Muni-Verbrauch. Isen hat einmal gemeint, es geht nicht. Ich dich auch. Ich muss das aufkriegen, irgendwie. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf, die schöne Muni. Egal, ich probiere das jetzt weiter. Nee. Was ist das? Oh, was ist das? Damit kriege ich es wahrscheinlich auf. Okay. Leute, ich weiß, manche sehen das nicht gerne. Ich mache hier einen Neustart. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch hier rumtrollen und absichtlich sterben oder was weiß ich. Aber ich will meine schöne Muni wieder haben. In Wirklichkeit hätte ich da einfach was machen müssen. Das will ich wieder haben. Ich brauche die Muni für später, beziehungsweise für sie dann. Vom letzten Speicherpunkt neu starten. Mal gucken, wo das ist. Das sind ja relativ angenehme Autosaves. Habe ich das Stück schon gespielt? Ja, okay. Das heißt... Ja, wir gehen gleich zu ihr. Das heißt, wir rennen nicht nach oben rum. Weil da werden wir ja überrascht. Wir wechseln gleich die Waffe. So. Und dann muss ich einfach diesen Schalter... Das ist aber, wenn man so in Panik ist, ne? Bis man dann mal was findet. Ihr kennt das vielleicht. Oder zumindest kennt ihr es von mir. So, das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Mal gucken, vielleicht triggere ich die Lady jetzt auch hier. Oder das war einfach nur ein dummer Zufall? Nee, glaube ich nicht. Kann ich der Lady so entgehen? Nein, kann ich nicht! Fremde ekeln mich also, sie an. Kommt halt... Hallo, rennst du bitte? Die kommt halt definitiv an der Stelle. Ja, dann mache ich halt wieder den Move, ne? Ich hoffe, sie ist jetzt wirklich unten. Du kannst ja denken, wo ich hin will, ne? Die Schritte sind scheiß laut. Ist sie schon hier? Okay, egal, nevermind. Oh, da wird man durchgehetzt hier bei dem Game, aber irgendwie auch geil. Okay, so. Gleich mal gucken, bevor jetzt die Action losgeht. Wo dieses Ding ist. Okay, sie kommt sofort. Shit. Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Ja, Werteste. Kommen sie alle. Sie kommen alle. Und manchmal frieren sie auch ordentlich. Oh, wie gemein. Ja, ich weiß. Du bringst mich um. Ja, was hast denn du mit mir vor, hä? Verdammt. Komm doch, hier ist schön kühl. Ein Traum, nur ein Traum. Das geht wieder zu. Es geht wieder zu. Kein Problem. Hat sie es zugemacht oder automatisch? Als ob das jetzt das Problem ist. Mache ich es halt einfach wieder auf, Madame. Brauchst du jetzt gar nicht so groß rumzuheulen. Warum tust du das? Weil ich es kann. Ich will was war's? Sterben. Grad mal so, würde ich sagen. Denn jetzt ging's wieder zu. Oder regeneriert die jetzt? Ich Käfer satt haben. Ja. Oh mein Gott. Da wird sich mein dicker Freund schon freuen. So viele Goodies, die ich verkaufen kann. Okay, die haben wir doch jetzt mit Bravour geschafft. Seht ihr, wie wenig Muni ich verbraucht habe, anstatt da drauf zu schießen wie wild. Aber komm, gebt's zu. Ihr habt das auch probiert. Ihr habt auch erst da oben rumgeschossen. Wahrscheinlich nur einmal. Und dann habt ihr den Schalter gefunden. An dem ich jetzt übrigens nicht mehr rumspielen darf. Ah, ein Hoch auf die frische Luft. Aber irgendwie war mir das zu einfach mit den dreien. Vielleicht macht die Lady auch neue. Wer weiß.
jetzt wo sie keine mehr hat. Ach, jetzt ist er aber umso pissiger, ne? Beziehungsweise, wir wissen ja dann, wer der nächste Widersacher ist. Ich bin so gespannt, wie man die machen muss. Aber ich hoffe, man muss sie noch nicht machen. Wie gesagt, sie ist doch so schon irgendwie eine Ikone geworden. So ein bisschen der Liebling aus dem achten Teil. Und ich fände es cool, wenn die jetzt halt im späteren Spielverlauf auch noch dabei wäre. Lasst mal jetzt die anderen kommen. Die komische Puppe. Ich will wissen, was die mit mir macht. Wahrscheinlich noch viel schlimmere Dinge. Ja, auf diesen Werwolf-Typ hier habe ich ehrlich gesagt wenig Lust, aber früher oder später kommt die halt auch, ne? Hier ist noch knallrot. Was soll ich denn hier in einem knallroten Raum noch gucken, ey? Come on. Geht die Tür überhaupt auf? Ja, ne? Okay. Ich wollte nur mal Lunze. Nur mal Lunze wollte ich. So. Lass mal gucken. Was könnte ich noch finden hier? Schränke? Nein. Schubladen auch nicht. Jetzt mal alles durchchecken. Wir haben jetzt gerade Zeit. Nutzen wir sie. Und ich habe keine Heilung verbraucht. Das ist noch viel wichtiger. Das habe ich jetzt so ein bisschen kompensiert mit dem Kampf im letzten Part. Da lief das leider nicht so glücklich. Moment. Da kommt nicht dieses Zerstören, aber ich kann es zerstören. Aber vielleicht bringt es auch nichts. Ja, ich kann vieles zerstören, aber diese rohe Gewalt führt zu nichts. Zum Glück kann sich mein Messer nicht abnutzen. Jo, Leute, ich finde nichts mehr. Das ist wieder so ein Raum, wo ich rumsuche und wahrscheinlich irgendwo ein Bling-Bling sehen muss an der Decke. Und jetzt gleich wieder in den Kommentaren, du hast genau hingeschaut. Hast es trotzdem nicht mitgenommen. Tja, als Zuschauer sieht man immer mehr. Als Spieler ist das so eine Sache. Okay, ja gut, ich finde nichts. Pech gehabt. Nee, ich will aber nicht in die Richtung, wo die Lady ist, wo es aber auch noch rot ist. Ich will die Lady jetzt nicht triggern. Wir gehen jetzt zur Halle der Freude. Und wehe, das ist keine Freude in der Halle. Da haben wir schon ein bisschen reingeblinzelt. Vermutlich kriege ich da die Maske der Freude. Das wäre die dritte von vieren. Schritte? Nee, ne? Okay. Laufen wir mal ganz normal weiter. Gar nichts hier. Okay. Auch nichts. Hallo Maske, ne? Was ist das hier? Schöner, klassischer Heizofen. Kann ich hier öffnen? Okay, sehr gut. Okay, gucken wir uns gleich an. Wir nehmen erstmal... Oh, ich habe irgendwie Angst, dass was passiert, wenn ich das nehme. Ah, wir probieren es mal. Alles gut. Kein Gas, das mich jetzt töten will oder so? Nein? Okay. Oh, es ist auch blau, das war's hier drin. Dann gehen wir jetzt noch zum Atelier. Falls möglich. Wow, was tickt denn da Großes? Ach, die Lady übt sich in der Kunst. Hat anscheinend viele Hobbys, hä? Lass die 5 Glocken erklingen. Glocken? Hier wäre eine. Oh Gott, muss ich jetzt ernsthaft Glocken suchen? Da oben ist noch eine. Muss ich meine Munition darauf ballern? Was ist, wenn ich keine Munition hätte? Was machen wir dann? Das geht bestimmt dann auf. Da ist bestimmt was dahinter. Safe. Ich gucke mich erstmal noch um. Muss eh noch Glocken suchen. Meine Zerstörungswut. Mit der Hoffnung natürlich, dass da irgendwas drin ist. Aber ich glaube, da ist nie was drin. Wenn da nicht zerstören explizit steht. Na gut. Ich
gucke mir das Ganze mal von oben an. Bestimmt kann ich von oben auch nur gewisse Glocken sehen oder erreichen. Ja, okay, alles klar. Ja gut, dann Muni, ne? Gut, wir haben ja noch genug. Los geht's. Bing. Nummer 1. Ich hoffe, die muss ich nicht in einer gewissen Reihenfolge machen. Aber wahrscheinlich nicht. 2. Die brennen ja jetzt auch alle. Hoffentlich geht es nicht um Zeit. Denn ich habe jetzt noch gar nicht alle gesucht. Aber solange die brennen, sind sie aktiv, ne? Wenn es nicht aufhört zu brennen, dann habe ich wohl unendlich Zeit. Das ist gut. Haben sie auch extra nochmal Munition hingelegt. Damit man bloß das Rätsel machen kann. Sehr fair. Ist da noch was drin? Nee. Brennt immer noch? Okay, super. Es geht nicht um Zeit offenbar. Oder man hat sehr, sehr viel Zeit. Gut, wo sind denn die letzten Glocken? Immer diese Suchereien, ey. Wenn ich nicht nach Blink Blink suche, da habe ich so einen Spaß jetzt suchen. Okay, wir gehen nochmal oben gucken. Ob hier noch mehr wie eine Glocke rumbaumelt? Mal gucken. Die brennt, aber sonst kommt da keine, ne? Okay. Ah. Nummer 4. Ah, da oben vielleicht. Ist da nicht eine? Ja. Wir haben alle. Süße Rätsel. Sehr musikalische Rätsel heute. Was hat sich jetzt verändert? Ich wusste es. Naja, gut, zugegeben, die Map hat gespoilert, ne? Wenn man hier steht. Also, ja. Die Map hat minimal gespoilert, Freunde. Okay, dann gehen wir mal, ne? Ist auch blau. Und tschüss. Gefällt mir nicht. Aber ein Kraut nehme ich gerne. Jo, komm. Geht doch. Gibt bestimmt einen Erfolg, wenn man viele Vasen zerstört. Was ist das jetzt wieder, Isen? Das unüberwindbare Tuch? Dein Ernst? Bäumsche. Freiheit. Luft. Okay, da ist eine Leiter. Ist alles blau, wir können gehen. Danke, dass du mir die Leiter gelb angemalt hast. Das fand ich letztens bei Uncharted 2 schon so witzig, was wir im Stream gerade spielen. Alles muss gelb angemalt sein, was wir benutzen können. Sonst würden wir überhaupt nicht blicken, dass es da weitergeht. Boah, ganz schön groß. Sind jetzt auf dem Dachboden sogar. Hört ihr das? Ach, du bist das. Von dem habe ich bestimmt auch schon einen Haufen übersehen. Aber kann ich... Ich will Muni sparen. Oh nein, 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 Isen, nein, nein, nein. Dann sparen wir halt keine Muni, ist in Ordnung. Bringt ja eigentlich eh nichts, ne? Außer... Ach, keine Ahnung. Das ist wie im 7er, die komischen Wackeltypen da. Bin da nicht so erpicht drauf, alles zu sammeln. Wenn es keinen spielinternen Bonus gibt. Ah, vielleicht können wir ja Kostüme freischalten. Kostüme von Isen, was man niemals sehen wird. Warum sind hier schon wieder so Puppen? Ich mag's hier nicht. Irgendwas passiert hier doch. Showdown mit der Lady? Nicht hier, oder? Das wäre nicht cool. Eine Schatzkarte. Kannst du mir die bitte nochmal zeigen? Würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Von der Küche aus zum Dungeon. Und da ist dann eine Kiste in der Eck. Okay, das irgendwie von der Küche aus scheint's loszugehen. Gut, solange wir nicht in der Küche sind, kann uns das egal sein. Kann ich das drehen? Oh.
Im Sarg dieses Adligen ruht ein unschätzbarer, wertvolles Erbstück. Aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Ja, hat doch jeder schon überall Kerzen aus, reicht das nicht? Die Kugel. Ich müsste auch langsam mal irgendwie zurückkommen, ne? Ja, mal abwarten. Oh yeah. Mensch, Duke. Ey, verarsch mich nicht. Weißt du, also... Seit Resident Evil 1 machen wir diese Scheiße. Glaubst du, da fällt noch irgendjemand? Irgendjemand noch drauf rein? Ja. Das hast du jetzt davon. Ja, mal ehrlich, es gibt doch keinen Mensch, der da jetzt einfach hingelatscht wäre, oder? Also wenn es so einen Let's Player oder Streamer gibt, den müsst ihr mir vorstellen. So. Okay. Wo einer es ist, ne? Es sind noch mehrere. Naja, ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ja, geil. Beste. Aber ich werde ihn finden, das ist so... mein Gefühl. Guck, guck. Beobachte ich mich jemand? Nein. Oh, da oben hängt noch eine Leiter ab. Cool. Ja, ich gucke mich halt immer wieder nochmal um, Leute, weil wegen potenziellen Schätzen. Hier ist noch rot. Manchmal hat man ja Glück und selbst mein Auge findet etwas. Aber jetzt gerade sehe ich nichts. Ich würde so gerne das Lämpchen mitnehmen, ne? Aber nee. Ethan mag die Dunkelheit. Na gut. Oh, Baby. Okay. Ich hoffe, es hält mich nichts auf. Okay. Komm zu mir. Oh yeah. Ich muss gleich ein paar Schießübungen machen. Ich habe nicht viel Muni. Oh, nice. Kann Zoom mit. Oh nein, nee, 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 nee. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht lesen. Moment mal, du hast es gar nicht ausgerüstet. Doch, das rüsten wir aus. Moment. Das rüsten wir aus. Schnellzugriff auf das untere. Ah, da rein. Ja, okay. So, nochmal bitte. Wieso denn zoomen mit Plus, Minus? Da wäre ich ja dappig im Kopf. Warum nicht einfach mit dem Mausrad? Plus, Minus, Alt, what the... Ach, okay, das ist auch nicht gerade der geilste Zoom. Sind wir mal ehrlich. Oder hängt das davon ab, was wir sehen? Nicht sicher. Die Alt-Taste zum Zoomen, ey. Also, wer hat denn euch das ins Hirn gesetzt? Naja, okay, nicht schlimm. Ich wechsle halt nochmal, weil hier gerade blöd. Ich höre was. Oh shit, ich hau ab. Aber hier ist noch... Was? Fliegemonster? Nee, nee, oder? Keine Fliegemonster jetzt auch noch. Sag mir, dass das einfach nur eine nette Eule war. Ey, ich bleib hier drin. Das klingt wie ein Fliegemonster. Och, du lieb. Ich weiß nicht, ob ich die machen will. Oder ob ich einfach durchrenne, aber dann krallt es mich bestimmt oder so ein Blödsinn. Leute, ich finde nichts mehr bezüglich Rot. Ich will jetzt auch nicht extra Zeit hier vertrödeln, auch wenn ich echt nicht unbedingt raus will jetzt, aber ich muss ja.
finde hier nichts. Ach, das mit diesem Pling-Pling-Suchen, das hätten sie echt lassen sollen. Das macht keinen Spaß. Das bremst das Spiel immer wieder aus, was das Spiel gar nicht nötig hätte. Ach, shit, ich wollte gar nicht schießen. Ja, geil. Okay, komm. Ich gehe, bevor ich hier noch mehr Blödsinn mache. Mal schauen. Irgendwas ist da rumgeflogen. Sind das Gargoyles? Oder Riesenfledermäuse? Oh mein Gott, schaut euch das an, wo wir jetzt rumschlappen. Das ist ja gigantisch. Das Schlossdach. Ein gigantisches Schlossdach. Oh, soll ich... Ist vielleicht doch besser, wenn ich die mache, ne? Sonst werden sie mich die ganze Zeit picken und nerven. Ich dachte, das ist vielleicht nur so ein kurzer Übergang, aber wenn das so groß ist, sollte ich vielleicht die machen. Kann ich jederzeit da wieder rein? So als Schutz? Okay. Das sind... Ich bin mir noch nicht sicher, was das ist. Ob das Gargoyles sind oder Fledermäuse. Aber ich glaube, hier könnte man wirklich mal probieren, ne? Ja, Errungenschaft, Kunstschuss. Nee, das sind keine Gargoyles. Die sind nicht aus Stein. Sonst könnte ich die auch nicht so einfach erschießen, das mal nebenbei erwähnt. Alt drücken, ey, ich werd bekloppt. Aber er hält die Sniper sehr ruhig, muss man an der Stelle sagen. Schaut euch das an, ich mach gerade nix. Er hat ein ruhiges Händchen, Ethan, Respekt. Hab ich, oh, das, okay, im Flug ist schwierig zu treffen. Aber ich schätze, das muss, ne? Machen wir der andere? Okay, komm an. Hab dich! Da war es nur noch einer, ne? Aber irgendwas ist noch rechts von mir. Ich höre das. Komm an, komm her. Mistvieh. Das ruht sich da hinter dem Türmchen aus, ne? Muss ich wohl erst hervorkitzeln. Will sich anscheinend nicht mehr bewegen. Genauso wenig wie ich. Okay, was ist hier noch? Ey, das ist eine Statue. Das ist eine Statue. Da hinten. Okay, es liegt wieder. Mehr oder weniger. Ah. Es bleibt da hinten. Ich treff's von hier nicht. Den Flügel allein, das reicht bestimmt nicht. Wo ist dieses Vieh, das ich höre? Wenn ich Pech habe, ist es direkt über mir und fällt mich an. Das wäre nicht gut. Hier ist nichts. Hallo? Ja, das bleibt immer da hinten. Ich muss mich leider nähern. Es geht nicht anders. Mich macht nur dieses Geräusch so narrig. Da ist irgendwo noch ein Vieh, das ich nicht sehe. Jetzt hätte ich schnell sein müssen. Manchmal fliegt der da so eine Runde. Egal, ich näher mich, dann wird das schon klappen. Hier da oben ist nichts. Okay. Irgendwas ist hier ganz in der Nähe. Diese Geräusche machen mich tappig, Leute. Ja, wäre eine Chance gewesen, aber nicht genutzt. Sind die unten? Wo kommen denn die Geräusche her? Das klingt so, als wären die auf Lauerstellung und fallen mich gleich an. Boah, ich will diesen einen erwischen, ey. Der soll nochmal da rumfliegen. Ich will den jetzt haben. Okay, Achtung, er kommt. Muss gleich kommen, da kommt da. Hab dich. So. Oh oh. Bist du tot? Schaut mal, das sind Menschen. Das sind halt so richtige Vampirfledermäuse. Vampirghule. Die fliegen. Das sind Menschen, wie geil. Ja, natürlich, ich meine, alles waren mal Menschen, ne? Die sind ja alle typisch Resident Evil.
Was weiß ich. Aber wie geil ist das bitte hier, jetzt auf dem Dach gegen Vampir-Mensch-Fledermäuse zu kämpfen. Ey, das Spiel hat so geile Überraschungen parat. Ah, es hat Überraschungen parat! Geh weg! Okay. Ey, die Sniper haut richtig gut rein, ne? Boah, 1000 Lei. Shit, die anderen kriege ich gar nicht, weil ich die halt sonst wie gekillt habe. Ärgerlich eigentlich. Schöne Cola. Okay, okay. Ich renne lieber mit der Shotty rum. Weil, ne, wenn die mich so überraschen, dann muss ich kontern. Vielleicht sollte ich die auch mit der normalen Waffe machen, wenn die nach einem Schuss schon down sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bei der Sniper verstehe ich es, ja, aber... Oder kommst du nochmal hochgeflogen? Bist du... Alles klar. Jetzt erleben wir die auch mal in Aktion, wie sie eigentlich drauf sind. Lebt er noch? Oder war es das jetzt mit ihr, Kumpel? Ich kann da nicht runter gucken. Bin zu klein. Aber ich kann auf das Dach bestimmen. Da müsste noch Loot liegen. So, von hier aus sehe ich es vielleicht, ob er tot ist. Ich sehe es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er down ist. Sonst wäre er schon längst wieder oben. Okay, nice. Die Geräusche sind jetzt auch leiser geworden. Sie sind noch nicht ganz weg. Also, irgendwo sind noch welche. Aber... alles scheint ruhig. Das ist erfreulich. Können wir auch mal hier schauen. Da sehe ich auch nichts irgendwo rumsitzen. Okay. Ja, eben habe ich wieder eins gehört. Wir müssen vorsichtig bleiben. Wie sieht es denn hier aus jetzt? Ach, knallrot natürlich. Das zu cleanen ist bestimmt nicht einfach. Okay, los geht's, Leute. Neuer Blickwinkel. Neue Möglichkeiten. Da oben hockt nichts Gefliedertes. Ich feiere diese Gegnertypen so. Das ist halt mal echt geil. Es müssen doch nicht immer Zombies sein, Leute. Ich finde es schade, wenn... Menschen immer sowas sagen wie... Also es gibt ja schon einige Kritiker gegenüber Resi Village und die sagen dann sowas wie... Das hat ja nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Das ist so eine dumme Aussage, finde ich. Als ob sich ein Spiel nicht neu kreieren darf nach über 20 Jahren. Und letztendlich ist es doch der Spaß, der zählt, oder? Jau, 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 jau. Aber sowas von... Weg, weg, weg! Ihh, sehen wir das mal von nahem. Ja, das sind einfach die Ghule, nur mit Flügeln, ne? Halten zum Glück genauso wenig aus, wenn man trifft. Ich glaube, ich renne lieber mit der Shotty rum, weil die wuseln, wenn sie direkt vor meinem Face sind, wuseln die schon ein bisschen blöd rum. Und dann so ein schöner Shotty-Schuss. Die ist doch ein Vieh. Oder? Das ist doch einer, der auf Lauerstellung. Das ist keine Statue. Immer diese Pranker hier. Ich habe leider nur noch 3 Schuss mit dieser wunderschönen Waffe, Leute. Der Spaß ist bald vorbei. Das sind Statuen, das sehe ich. Das sind Statuen. So, müssen wir mal in die Ferne gucken. Ich glaube, hier ist nicht viel zu sehen, leider. Ich bin nicht auf der Seite des Dorfes. Okay. Gut, dann wechseln wir wieder zu dieser Wumme. Nein, zu dieser Wumme. Und gehen weiter. Das macht Spaß. Okay. Statuencheck. Das ist so gut gemacht, Leute.
Es ist so spannend und es bleibt spannend, denn morgen geht's schon hier wieder weiter mit Resident Evil The Village. Bis denne!